Hallo, was geht? Willkommen in diesem wunderschönen Video. Was machst du hier an der Stelle, wenn ich kurz fragen darf? Opa, schön, dass du wieder hier bist. Puki, super. Ich bin echt einfach nur saugemein. Komm her, es tut mir leid. Also, wir spielen heute im Rahmen der Google Play Kampagne ein bisschen Sims. Die anderen beiden haben auch Sims erstellt. Es geht jetzt darum, den Wettbewerb, wer den hässlichsten Sim macht. Wir können ja mal gucken, ob das Ding hier auch Gesichtserkennung hat. Dann können wir den eigentlich direkt, schade, funktioniert nicht. Sonst hätten wir ihn direkt übernehmen können. So, willst du wieder an der Stelle? Ich weiß. Wir spielen auf jeden Fall heute wieder eine Runde Sims und Puki und ich werden auf jeden Fall versuchen, den hässlichsten Sims dieser drei zu erstellen. Ich habe mir da was ganz Gutes ausgewählt und zwar habe ich tatsächlich jetzt Alpha Stein ja schon im echten Leben gesehen. Ihr beide kennt ihn nicht. Ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich jetzt diese Person hier nachstellen werde. Die hast du in deinem Leben schon gesehen. Genau. Also, Alpha Stein ist Frau. Alpha Stein ist tatsächlich keine Frau. Ja, bin ich ja. Stimmt, vor 5 Jahren, oder? Ja. Ja, du vor 5 Jahren, das stimmt. Jetzt ein bisschen weniger Haare, ja, aber sonst passt's eigentlich, ne? Kann man nicht anders sagen. Altstein, sehr gut. So. Steinbüchler. Also ist ja ein Stein, also muss ja auf jeden Fall schon mal grau sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann gehen wir jetzt erstmal hin und können direkt erstmal das Ganze anpassen. Ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall schon fast nach dem Altstein aus, den ich damals getroffen habe. Der ist super. Den nehmen wir, den nehmen wir, den nehmen wir. Der ist schon mal ganz gut, der gefällt mir. Der Winkel der Augen ist hier ganz wichtig. So tatsächlich, also viele Leute wissen das nicht, Altsteins Augen sind, ja, ich weiß, es ist relativ schwierig. Die Augenbrauen passen eigentlich auch, die hat er nämlich vom Beke übernommen tatsächlich. Oh. Oh, sieht ja schon so arm aus, der Typ. Ja, so sah auf jeden Fall Alpersteins Auge aus tatsächlich. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Nase, Leute. Die ist nämlich auch ganz wichtig, denn Alperstein hat eine komplett besondere Nase gehabt. Eigentlich stimmt es schon so. Eigentlich war das schon so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt fast schon so hin. Viele Leute nicht wissen, Alperstein hat nämlich lange lila Haare gehabt tatsächlich. Das ist auch grauer Haare. Ne, lange lila Haare, also genau halt so. So sieht er aus, ja, oder? Mhm. Findest du? Ich hatte ein bisschen weiblich, aber... Ach Quatsch, nein, das passt schon. Und er hatte auch einen Bart tatsächlich, das wissen die wenigsten Leute. Alperstein hat einen relativ bunten Bart, der war nämlich tatsächlich blond. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück, das sieht auf jeden Fall... Extrem gut aus. Richtig gut aus. Ja. Jetzt bei den Augen. Alperstein hat sich nämlich immer sehr gerne geschminkt tatsächlich. Finde ich gar nicht so verkehrt. Sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Jetzt geht es natürlich um den Mund, Leute. Der muss auf jeden Fall ganz, ganz, ganz besonders sein. Und zwar hatte Alperstein nämlich richtig schöne Kusslippen. Also sah wirklich so aus halt. Von der Seite halt jetzt vielleicht ein bisschen was Besonderes. Passt aber wirklich. Also Alpersteins Mund, der war echt schön, kann man nicht anders sagen. Wie gefällt er dir bis jetzt? Ja. Oder? Hat Potenzial, ne? Ah ne, die Haare, dass ich die Haare hatte, ganz anders gab. Ich erinnere mich nämlich gerade. Tatsächlich hatte Alperstein gar keine Haare. Die musste ja rasieren, als er zur Bundeswehr gegangen ist. Stimmt. Genau, die Haare waren ja komplett ab. Die waren ja so. Das ist auf jeden Fall genau der richtige Ansatz. Wir können das Kind natürlich noch ein bisschen verändern. Das passt soweit. Das sieht sehr gut aus tatsächlich. Dann können wir nämlich hier noch was mit den Ohren machen. Also die waren tatsächlich relativ groß, daran erinnere ich mich noch. Und so an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das auf jeden Fall schon aus wie der Kerl, den ich damals tatsächlich im UFO getroffen habe. Viele denken sich natürlich jetzt, Revi, was laberst du da für einen Blödsinn? Aber es ist wirklich so. Also Alperstein sieht halt 1:1 so aus. Da kann ich leider nichts ändern. Da können wir natürlich jetzt aber den Körper ein bisschen verändern. Alperstein hat halt wirklich echt extrem dünne Taille gehabt. Dünne Taille? Oh mein Gott. Der Oberkörper von Alperstein war da eigentlich fast andersrum. Alperstein hatte sehr breite Taille und sehr dünnen Oberkörper, wenn ich mich nicht irre. So, ja, die Po-Dicke und die Armdicke, die war relativ dünn. Ja, so, das passt auf jeden Fall auch schon. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein paar Klamotten für ihn. Bei der Kleidung habe ich mir was ganz Besonderes ausgewählt. Und zwar trägt er unglaublich gerne sein Jeanshemd mit dem rosa Shirt drunter. Also klar ist halt Stein, das Hemd muss natürlich genauso aussehen wie sein Oberkörper. Ich dachte eigentlich, das Krabben-Shirt nimmt er. In der Hose, da haben wir hier eine richtig schöne Korthose, die nehmen wir auf jeden Fall. Da sind die Beine auch nicht zu fett drin. Die Schuhe, ja, da hat er natürlich regelmäßig seine roten Hausschlappen getragen. Und dadurch trägt er natürlich keine Brille, aber Ohrringe und hat natürlich dazu auch noch Socken, die oben rausgucken. Die sind immer grün gewesen. Dann gab es ein paar Probleme mit ihm bei Greenscreen-Aufnahmen, aber die durften wir dann eh nicht veröffentlichen. Das sieht einfach echt aus wie Alperstein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist super. Den nehmen wir doch mal mit. Und jetzt ist nämlich die Challenge, meine Freunde, die ich mir selber aufgelegt habe. Ich meine, den hässlichen Sim habe ich sowieso erstellt, weil ich, wie gesagt, nach Alperstein erstellt habe, dass wir diesen Sim jetzt relativ schnell umbringen. Zumindest versuche ich das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in sein Haus rein und ich habe ihn ja auch damals nicht zu Hause abgeholt. Er ist verliebt, er hat ein verliebtes Emoji am Kopf, oh mein Gott. Er hat Kreditschulden, glaube ich. Ist langweilig. Oh Gott, das gefällt ihm alles gar nicht hier, Alter. Das machen wir. Machen wir das hier mal weg. Es wäre sicher teuer, eine Burg zu bauen. Aber lass diese Kisten aufräumen. Alperstein, dafür haben wir jetzt gar keine Zeit. Kann man die Frau hier draußen ansprechen? Hallo? Nee, noch nicht. Okay, wir müssen erst hier alles aufräumen. Warte mal, da haben wir auch. Guck mal hier. Ja, geil. Oder? Ist doch schön, das Bild, was an der Wand hängt, ne? Ja. So, gucken wir, was da drunter ist. Hoffentlich keine tote Frau. Ein Schlafsofa für Gäste. Wow, was für eine Überraschung. Ich glaube nur, dass wir niemals Gäste bekommen werden. Leistung verbessert, das bezweifle ich an der Stelle einfach mal. Dann widmen wir uns doch mal ganz kurz ins Badezimmer. Meinst du, der kann aus dem Klo trinken? Ja, das ist ein Trinkspender, ja. Das ist halt genau. Gut, reparieren wir. Badezimmer? Badezimmer. Ist richtig, oder? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal hin und kaufen wir noch ein paar Achichwas fürs Badezimmer. Die Dusche. Ne? Stellen wir die Dusche einfach ins Schlafzimmer. Das ist auf jeden Fall wertvoll.
aber das kann man so machen. Dann guck mal, was wir noch so haben. Ein Waschbecken, das brauchen wir auf jeden Fall im Badezimmer, das passt soweit. So, es geht schon los. Erster Menschenkontakt. Bella Grusel. Ja, Mrs. Bella auch am Start. Schön, dass du da bist. Kann ich jetzt hier irgendwie... Okay, wisst ihr was? Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, komm mir nach. Bella, es ist mir gerade wirklich egal. Aber es ist schon schön, oder? Mit deiner Freundin, oder? Mhm. Ich bin so froh, dass du dann, zu Hause verwandelst. Ja, ich bin aber nicht mehr lange in der Stadt. Ihr braucht euch gar keine Sorgen zu machen. Ich bin gleich eh tot. So, fahren wir mit dem Auto nochmal ganz kurz. Wir fahren in die Parkanlage und belästigen da mal Leute im Park. Vielleicht gibt es hier schon die erste Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen. Ist mir Latte. Ja, moin, Digga. Alles klar. Er arbeitet. Ich will hier nicht arbeiten, Alter. Ich brauche keinen Job. Gut, dann machen wir jetzt einen Kaffee, Leute. Was ist das hier eigentlich? Alles klar. Das sind seine Haare, die vorhin noch dran waren. Digga, ich glaube, hier wohnt einfach Thomas drin. Gut, Kaffee haben wir gemacht. Kaffee schmeißen wir einfach in den Raum rein. Das passt. So, sammeln wir hier alles ein und so Punkte. Okay, jetzt muss ich aber nur gucken, dass ich schnellstmöglich einen Herd bekomme, damit er seinen Kopf da reinstecken kann. Robert, stell dir mal vor, du sitzt in einem Café und so ein komischer Mann kommt und wischt deinen Tisch ab. Was sagst du dazu? Ja, den würde ich entfernen. Den würdest du kündigen lassen oder sowas, ne? Was gibt's hier? Mit Kollege Faulenz. Eine ganz tolle... Er hat ja viele Leute angestellt. Ja, läuft bei mir, ne? Die Bude sauber machen. Ja, eigentlich hätte ich... Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will wieder nach Hause. Gute Arbeit. Haben wir toll gemacht. Ja. Jetzt können wir unsere Belohnung abholen. Und zwar eine Menge Geld. 230 Dollar, das könnte fast schon reichen. Die Unterhaltung beenden wir an der Stelle einfach mal, weil ich möchte mit meinen Kollegen gar nicht erst kennenlernen. Aha, eine Mikrowelle. Jetzt wird's interessant. Jetzt mit der Mikrowelle können wir vielleicht den einen oder anderen Schabernack treiben. Vielleicht kann er ja einfach, eine Aluschale in die Mikrowelle legen, sich daneben stellen. Schauen wir mal. Wieso ist die Frau immer noch bei mir zu Hause? Geh weg! Bella, die ist in meinem Haus, natürlich kann die jetzt reden, hau ab! Gut, dann starten wir doch mal den Tag mit dem Kühlschrank. Der kostet 170 Dollar. Ich wünschte, ich würde auch in so einer Welt leben. Den stellen wir auf jeden Fall ganz klassisch ins Bad. Zimmer würde ich sagen, perfekt. Mir gefällt es schon gut, langsam wird es richtig gemütlich. Der fühlt sich hier wohl, der Kerl, das soll nicht sein. Fertig aufräumen, machen wir das Schlafzimmer noch sauber. Schön, dass die Dusche jetzt auch da drin steht. So, Bett gemacht, alles clean, oder? So, ich möchte die Freundin jetzt reinlegen. Ins Bett? Probier mal. Ja. Soll ich mal versuchen? Ja, eben hast du rausgeschmissen, aber die ist immer noch da. Oh, guck mal hier, wir haben so viele tolle Sachen. Küchengrundausstattung. Jetzt geht's los. So, wir können mal in die Parkanlage zurückgehen. Vielleicht gibt's ja die Möglichkeit, sich wenigstens mit irgendjemandem zu prügeln oder sowas. Streitlustig vorstellen. Aha, jetzt geht's los. Da. Okay, wir haben Beef, wir haben Beef. Wir können nur hoffen, dass der andere uns wirklich einen runterhaut. Abfällig äußern. Jetzt geht's hier los, Leute. Jetzt haben wir Beef. Wir haben Beef. Oh Gott, Leute, gleich kriegen wir einen reingezimmert. Guckt euch Alphastein an. Schaut ihn euch an. So wie ich ihn kenne. Baby, du musst ihm mal ein Messer in die Hand geben. Vielleicht klappt das. Wir können es natürlich versuchen. Zu Hause. Oh ja, Leute, ich nehme ihn jetzt mit nach Hause und haben sich geprügelt. Oh, jetzt haben wir eine Stunde Zeit, um ihn hier fertig zu machen. Das ist genau mein Game. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Gehen wir erstmal hin, zerstören seine Träume. Ja, warum nicht? Oh Mann, Alter. Gute Arbeit. Du hast dir einen Menschen zum Feind gemacht. Easy. Ich hab dafür Geld bekommen. Oh Mann, was ist eigentlich dein Problem? Jetzt geht's los. Ultra-Erzfeinde. Bam, Junge. Oh, wir sind Ultra-Erzfeinde. Arbeitet nicht im gleichen Laden wie ich? Ich glaube schon, streicheln will ich ihn jetzt nicht. Also. Okay, Leute, ich kann mich leider noch nicht mit dem prügeln, aber der Typ ist komplett verwirrt, da kommt irgendein grauer Mann in seinen Laden rein, schreit ihn zuerst an, macht ihn dumm an. Leute, also ihr seht, man kann auf jeden Fall hier einiges machen. Ich krieg den Kerl auf jeden Fall spätestens dann zu Hause noch irgendwie unter die Erde gebracht. Das war's für diesem wunderschönen Video. Auf jeden Fall eine richtig coole App, ich kann es euch definitiv empfehlen. Ja, wer ist jetzt der hässlichste hier? Ich würde ganz kurz sagen, Thomas! Ja? Wachst du bitte auf? Kannst du vielleicht ganz kurz entscheiden, wer den hässlichsten Sim erstellt hat? Einer hat die Gruppe. Opa? Ja. Du hast die Challenge gewonnen. Ich? Aber der passendste. Es sieht 1:1 mit deinem Namen. Du hast... Gut, darauf erstmal eine Flasche Schaum. Meine hat aber keinen Namen, ne? Sau lecker. Ich kann nur sagen, mein Freund, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall bei Proba vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie sein hässlicher Skin aussieht. Sein hässlicher Sim, nicht Skin. Und bei Pookie, wenn ihr sehen wollt, wie hässlich Pookies Gesicht aussieht, ganz genau. Ja. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Der Link zu Sims ist in der Videobeschreibung. Und ich freue mich dann auf jeden Fall heute Abend noch mit Alphastein so lange zu spielen, bis er dann nicht mehr existiert. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut, haut rein. Tschüss!